im Umgang mit Betroffenen, die an Demenz, Alzheimer-Demenz erkrankt sind, ist eines der großen Probleme, dass die Überforderung und die psychische Angst durch das Nicht-Verstehen, was rundherum passiert, im Vordergrund steht. Diese führen sehr häufig zu sogenannten Verhaltensstörungen bei Demenz, Abwehrreaktionen, Aggressivität, Wut, weil der Betroffene, die Betroffene nicht verstehen, was hier eigentlich mit ihnen passiert. Man braucht hier sehr viel Einfühlungsvermögen, man braucht eine Vertrauensbasis, die sich herstellt. Je öfter und je regelmäßiger eine Situation auftritt, umso eher gewöhnt sich der Alzheimer-Patient oder die Alzheimer-Patientin an diese Situation. Was man ganz generell sagen muss, Ortsveränderungen, neue Situationen, Konfrontation mit neuen Dingen, das sind alles Sachen, die sehr behutsam bei dieser Krankheit angegangen werden müssen, um die Patienten nicht psychisch in Angst und Aufregung zu versetzen. In der Pflege Leopoldstadt sind Demenzstationen wie in den anderen Pflegewohnhäusern etabliert, da viele der Alzheimer-Patientinnen und Patienten auch einen Bewegungsdrang haben, aber wir nicht gerne Freiheitsbeschränkungen oder verschlossene Türen gar nicht sehen möchten, sind hier auch quasi Rundwanderwege wie dieser Demenzgarten etabliert, wo die Patienten ihren Bewegungsdrang ausleben können, ohne hier einen Schaden oder ein Problem zu verursachen.